Herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 bei unserer Smith-Familie. Ich habe nochmal gesagt, ich mache auf jeden Fall nochmal eine Aufnahmesession und die mache ich jetzt auch nochmal. Ein gutes halbes Stündchen auf jeden Fall und dann passt das schon. Ich weiß gar nicht, warum die sich jetzt alle wieder ins Bett legen. Sophie müsste auch noch wieder ein bisschen. Nee, das ist ja Ashley. Ashley muss noch immer spielen. Die hat bisher noch nicht wirklich gespielt. Ich hoffe einfach mal, dass die das irgendwann nochmal macht. Und was haben wir hier noch so drinne? Gar nichts. Gunnar hat nichts gekocht. Von daher müssen wir jetzt einfach mal was frühstücken. Ja, komm, denn darfst du dir jetzt mal ein Rührei machen. Musst du dir zwar selbst machen. Gunnar kocht das jetzt gerade nicht, aber ist ja auch egal. Bin ich gerade überlegen, das Grundstück ist eigentlich recht groß, ne? Theoretisch gesehen kann man da ja mal ein bisschen was erweitern und so weiter und so fort. Das ist bloß die Frage, ob wir es auch machen. Und kochen sehen wir auf jeden Fall an Ashley. Kann sie schon mal nicht. Anliebe. Ich hoffe auch mal, dass das Ding jetzt nicht abfackelt wieder. Weil nochmal einen Schaden wie bei Gunnar, da können wir nicht gebrauchen. Ja, das Rührei ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie ist die Qualität? Die Qualität ist gut, also scheint er nicht so schlecht gewesen zu sein, was sie da gerade kocht. Und sie ist halt auf jeden Fall jetzt selbstsicher, kompetenter Koch, weil gekocht hat. Jetzt kann sie meinetwegen mit zur Arbeit nehmen. Jetzt kann sie erstmal in Ruhe frühstücken. Draußen gehen auch schon wieder irgendwelche Leute spazieren. Ich werd bekloppt, Alter. Wer ist denn hier schon wieder unterwegs? Die ist auf jeden Fall nicht wirklich glücklich. Landgrab. Und die Vögel zwitschern. Ist das nicht schön? Die Nachbarschaft. Ja, mit wohl gedeckten Häusern möchte ich fast sagen. Und ja. Würde man sagen, unsere Villa ist auch nicht unbedingt so schlecht. Könnte sicherlich um einiges besser sein. Und ach, sie hat auch Hunger. Frühstücken. Also sie kann gar nicht kochen. Schnelle Mahlzeit essen, dann isst sie auch mal einen Joghurt. Und er hat. Ja, mal gerade vielleicht 3 Stunden gepennt, aber okay, gut. Das traute Glück ist wieder vereint, nachdem er ja auf der Couch schlafen musste. Was machst du jetzt? Ach so, sie umarmen sich. Och, ist das nicht schön. Auf Wiedersehen. Falls das jetzt eine Verabschiedung war, ich weiß es nicht. Also du siehst doch, dass die Frau da repariert. Sein Mann und Hilf. Lass sie auch nicht das alleine reparieren. 25% hat es allerdings schon. Jemanden die Muskeln zeigen. Sieht man es eigentlich? Gibt es da eigentlich noch hier so einen Balken wie bei Sims 2, wo man das quasi sehen kann, wie trainiert er ist oder sowas? Nicht, ich glaube nicht, ne? Unwohl. Finger reparieren. Aua, Finger angeklemmt. Oh, die beiden fangen auf jeden Fall schon mal nicht gut an. Spiel spielen. So, wenigstens wie ein bisschen da denn hier ein paar Minuten auch bloß. Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, bitteschön. Und was möchtest du jetzt? Du möchtest jetzt gerne plaudern und sie hat noch immer nicht 1 Stunde voll, ne? Nein, sie hat wieder mal bloß ein paar Minuten. Ach, Mann. Und Gundela schläft noch immer. Aber Ashley geht immer schnell aufs Klo, das ist wenigstens vernünftig. Bombs
Was ist da jetzt eigentlich mit ihr? Suchen wir ihr nochmal eine Arbeit oder nicht? Wäre bestimmt mal eine Option. Ich würde auch gerne mal, glaube ich, mal irgendwie aus Spaß mal vielleicht ein Haus bauen. Bin ich gerade überlegen, ob ich das mal mache. Ashley muss auf jeden Fall zur Arbeit. Man könnte ja theoretisch hier auf jeden Fall noch anbauen. Ashley ist zur Arbeit. Problem ist natürlich, dass das Geld dafür fehlt. Und wie lange will sie jetzt noch pennen? Muss auf jeden Fall heute wieder arbeiten. Hätte theoretisch ja frei gehabt. Level 2 der Mix-Fähigkeiten erreichen. Ah, okay, gut, jetzt brauchen wir noch einen Mixer. Was kostet denn so ein Mixer für uns? Ah, ja, ja, so. Ja, ist auch gut. Hör mal auf mit den ganzen Scheiß-Tipps. Die regen mich ein bisschen auf. Hoppala. Ich brauche mal einen Mixer. Kann ich da ein bisschen reinzoomen? Nee, leider nicht, ne? Das ist eine Standardküche. Auch natürlich eine geile Küche hier irgendwie so. Ich muss das jetzt ein bisschen anders raussuchen. Komfort, Oberflächen, Sanitär, Kinder. Ne, Sanitär ist es ja nicht. Elektronik? Auch eigentlich nicht. Apparate, da wahrscheinlich. Küchengeräte. Und das ist hier so ein Mixer oder was? Törtchenfabrik. Das müsste so ein Mixer sein, ne? Bloß dann haben wir wieder keinen Platz zum. Zum. Ja, wie soll ich das nennen? Zum Schnippeln. Ich werde mal hier. Na. So, den verschieben wir mal, den verschieben wir auch mal. Wie kann ich den duplizieren denn? Ich möchte gerne genau denselben haben. Nochmal jetzt, nee, das wollte ich gerade gar nicht. Apparate nicht. Ich brauche ja eine Lagerung, will ich ja nicht. Oberflächen. So, das wollte ich doch. Achso, Upsa, die Galerie wollte ich gar nicht öffnen. So, ich wollte mich hin. Ich habe jetzt ja ganz den Mixer vergessen. Apparate. Darüber freut sich ja Gundela. Weil die muss ja jetzt Mixer-Level-Fähigkeiten 2 haben. Von daher kann diese gleich mal was da mixen. Kann er aufbrühen mit. Ist das jetzt falsch gewesen? Nein! Warte, Gundela. Habe ich das jetzt falsch gekauft? Habe ich das jetzt komplett falsch gekauft? Aber eigentlich ja nicht, ne? Das ist. Doch, das ist ein Kaffee-Dings. Sich jetzt erst. Wo bekomme ich denn die Mixer-Fähigkeiten her?
Mixe, mixe, mixe. Bah. Muss ich da etwa Mixer-Fähigkeiten haben oder was? Ach, hier Berufszweig Mixer. Oder muss ich ernsthaft was mixen? Brenne Tiki Bar. Luftballons und Banner. Zukunftswürfel. Das ist aber ganz schön lang, ne? Wo soll ich denn das Ding noch hinstellen? Kann ja fast nur draußen stehen. Kann man nicht hier. Warum muss ich draußen an die Straße hinstellen? Wäre cool. Erstmal hier vorne schon an der Straße, erstmal eine Bar hinstellen. Ja, irgendwo muss das ja hin, ne? Da haben wir keinen Platz. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal hier hinten den Ballern. Weil hier hinten haben wir Platz. Zack. An Bar arbeiten. Danach kannst du auch mal ein Getränk zubereiten. Zuckerzonde. Ja, komm, das kannst du gleich mal machen. Flippy. Nova. Oh. Lava. Huh. Also, du gehst jetzt auch mit. Wo gehst du jetzt hin? Ach, ihr wollt plaudern. Okay, gut. Wollen wir mal gucken, was da passiert. Sie bereitet jetzt ja ein Getränk vor. Oh, schwachsinnig, dass es ja solche Mixerfähigkeiten jetzt braucht für den Job. Oma. Oma, ich bin hungrig. Oh, Chimchorn. Dann trink den doch. So, und du kannst auch gleich, glaube ich, mal ein großes Essen auch mal vorbereiten. Ein Brunch servieren, Eier und Toast. Falls es nicht gleich schon wieder zu spät ist, wer ist denn das da? Ach, Gundelas Freund ist wieder da. So, wie lange wird es jetzt da noch rumstehen und, Achso, weil die dann noch mit dem quatschen wollte. Brunch ist ja ewig so gleich vorbei wieder. Ramona!